Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute fand tagsüber im Rathaus die Amtsübernahme statt und jetzt am Abend findet hier im Stadttheater von Alanya ja, so eine Art Meet and Greet mit dem neuen Bürgermeister statt. Der wird jetzt auch hier erwartet, kann jeden Moment kommen und bisher kommt, nutze ich die Zeit, um eben über das Wahlergebnis zu reflektieren. Was mich auch sehr überrascht hat. Ja. Da habe ich mich total getäuscht über das Wahlergebnis. Ja. Ich war sehr überrascht. Doch die JAP war ebenso sehr vom Wahlsieg überrascht. Ja. Die haben dasselbe auch nicht so erwartet. Klar, für einige Stadtteile schon, aber jetzt nicht in diesem Ausmaß. Was ist passiert? Wie kam es dazu? Ganz einfach erklärt. Wenn man jetzt das Ergebnis der Lokalwahlen, die jetzt stattgefunden hat, vergleicht mit dem Ergebnis von den letzten Lokalwahlen, dann sieht man klar und deutlich, dass der Stimmanteil im Prozent zwar gestiegen ist, aber die Anzahl der Stimmen, ich rede jetzt von der JHP, ist in Wirklichkeit gesunken. Ja? Also die JHP bekommt weniger Stimmen, weniger Anzahl von Stimmen, hat aber dafür mehr Prozent an Stimmen. Wie kommt es dazu? Ganz einfach. Da wird geklatscht. Ah. Okay, schon da. Ich sagte ja, dass er jeden Moment kommen kann. Da ist er schon. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Also im Prozent hat die JAP mehr an Stimmen. In Anzahl weniger. Obwohl ja auch neue Wähler dazugekommen sind. Ja, die ja das 18. die 18 geworden sind. Der Grund dafür oder sind verärgerte AKP-Wähler, die entweder nicht zur Wahl gegangen sind oder eben ungültig gewählt haben. Ja? Also die haben sich gedacht, ja gut, okay, wir wollen jetzt nicht eine andere Partei wählen, wir bleiben treu, wir bleiben loyal, wir gehen einfach nicht zur Wahl. Und das war ein klares und deutliches Zeichen Richtung Erdogan, eben, dass er hier auch die wirtschaftliche Lage verbessern soll. Dessen ist sich auch die JAP selbst bewusst. Der Parteiobmann der JAP hat ja auch gesagt, wir haben die Wahl wegen verärgerten AKP-Wählern ja auch verloren. Muss ich mal kurz umgehen, ich bin neugierig, warum da applaudiert wird. Okay, muss ich dann, ich werde dann später eh dazu gehen. Ich führe noch zu Ende, was ich da jetzt erklären wollte. Genau, also eigentlich eine Warnung an Erdogan gerichtet, eben, dass er hier einiges verbessern soll. Ja, also man kann das ja auch so sehen, hey, wir stehen hinter dir, wir wechseln jetzt nicht die Seite oder wir wechseln jetzt nicht die Partei. Wir geben dir noch 5 Jahre Zeit, quasi eine letzte Chance. Verbessere die Umstände. Oder wir wählen dich nicht mehr und werden nicht mehr hinter dir stehen. Ja, also so kann das Ganze ja auch gedeutet werden. Ja, ich bin da immer neugierig, wenn da, immer applaudiert wird. Wird es jetzt zur vorgezogenen Präsidentschaftswahl kommen? Nein, wird es nicht, zumindest nicht die nächsten 3 Jahre. Denn die Wahl hat zwar die JAP gewonnen, eigentlich einen großen Teil der Türkei, aber die Herzen der Bürger noch nicht ganz. Dessen sind sie sich auch bewusst und deswegen haben sie auch selber gesagt, okay, keine vorgezogenen Wahlen, ja, seitens AKP genauso, dementiert die Vorwahlen und deswegen stehen jetzt sehr interessante, ich sage jetzt einmal 3 Jahre, 3 bis 4 Jahre vor. Ja, jetzt nicht nur auf der Gemeindeebene, sondern jetzt auch auf nationaler Ebene. Ja, also in der Türkei wird sich jetzt hier sehr, sehr viel ändern. Die Parteien werden sich auch ändern. Ja, die JHP hat sich ja auch schon teilweise geändert. Wenn man jetzt guckt, ja, viele junge Leute, jüngere Leute und von der AKP erwarte ich mir ebenso, dass da
sich einiges ändern wird, dass da Reformen stattfinden werden und und. Natürlich hat Erdogan auch sehr, sehr viel kritisiert, ja, also interne Kritik ausgeübt, was da falsch gelaufen ist, was man hätte nicht tun sollen oder was man hätte überhaupt tun sollen. Ja. Und angesprochen hat er zum Beispiel eine Überheblichkeit oder eine Eitelkeit, ja, dass es Funktionäre gibt, also es da Funktionäre gibt in der Partei, die schon total unannahbar sind. Ja. Und das habe ich ja auch selber auch miterlebt und von daher kann ich das ja auch nur bestätigen. Ja. Es wird sich jetzt zwar sehr viel ändern in der Türkei, ja, das wird auch international auf sehr viel Interesse stoßen, aber ich sage, kann mit bestem Wissen und Gewissen behaupten, dass es hier nicht gefährlich ist oder dass die, ja, die politische Lage oder die politische Entwicklung gefährlich wäre. Ja, das ist es auf keinen Fall hier. Aber eben, wie gesagt, es wird sich hier sehr viel ändern. Und deswegen sage ich hier auch, interessante 3 Jahre stehen der Türkei hervor. Ja. Gut. So viel von meiner Seite. Wie gesagt, man kann sich ja mal täuschen. Hirn ist menschlich. Ja. Da haben jetzt so viele Faktoren die Wahlen beeinflusst. Ja. Viel Unvorhergesehenes ist eben passiert, dass eben die JRP selber jetzt nicht mit so einem großen Erfolg gerechnet hat und die sind sich ja auch selber auch dessen bewusst, dass sie die Wahlen eigentlich nicht gewonnen haben, aber eigentlich wegen verärgerten AKP-Wählern die Wahl gewonnen haben. Ja, klingt jetzt zwar so widersprüchlich, aber ich hoffe, ich konnte mich da jetzt einmal verständlich ausdrücken, wie das Ganze ausgegangen ist. Genau, und ich habe ja auch im letzten Video gesagt, dass da eine Glaubensgemeinschaft in Konakry die Wahlen in Alanya dann in letzter Minute dann zugunsten der JHP gewendet hat. Aber das Ganze geht bis weit nach Istanbul zurück. Ja, also eigentlich von Istanbul aus wurden die Wahlen hier in Alanya dann auch letzten Endes dann beeinflusst. Alles klar, das war's von meiner Seite her. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und bis dann. Tschüss.